Hier habe ich eine DVD-Box, die habe ich aus meinem Regal rausgekramt. Ich würde mal sagen, ja, ich bin auch mit diesen Filmen aufgewachsen. Auch wenn das lange vor meiner Zeit war, dass die gedreht worden sind. Ich weiß nicht wann. 57. Aber mein Vater hat die gerne geguckt, muss ich ja sagen. Und da ich in den 80ern aufgewachsen bin, war das auch öfter mal im Fernsehen. Und ich muss sagen, ich finde diesen Typ auch episch. Also, naja, es ist ein wirklich ultra cooler Komiker gewesen, gerade so für die Zeit. Und da musste ich mir natürlich diese DVD-Box ziehen. So sieht das gute Stück aus. Ich hoffe, ihr seht alles. Ah, da hinten ist auch noch eine DVD drin. Mein Mann, das Wirtschaftswunder. Drillinge an Bord. Nice, ich liebe es. Ist da auch die drei von der Tankstelle dabei? Nein, natürlich nicht. Schade. Es gibt natürlich auch mehrere DVD-Boxen. Der hat ja auch einige Sachen gedreht. Und dann sieht man hier, hat man hier dann auch noch über Heinz Erhardt direkt. Heinz Erhardt und dergleichen. Natürlich seine größten Filmerfolge. Und dann. Ja, was steht da? Restaurierte DVD Edition. Was er halt alles, Geburt in Riga 1909, oh mein Gott. Ja, wie er dann zum Film gekommen ist. Ich war ein harmloser Langweiler. 1934, die Liebe seines Lebens. Ich war ein harmloser Langweiler mit Hemmungen bis zu über die Hutschnur. So verschlug es mir erstmal die Sprache, als ich knapp 25-jährig im Frühjahr 1934 einen Fahrstuhl betrat. Ja. Ich weiß gar nicht, wann er. Er ist 1909 geboren und 1979 gestorben. Okay. Das war sogar noch ein Jahr von meiner Geburt. Aber er war trotzdem. Ja, es ist, wenn man so in den 80ern aufgewachsen ist, ist diese DVD-Box auf jeden Fall. Dann kennt das jeder, würde ich einfach mal sagen. Die Jugend heutzutage natürlich nicht. Ist klar, die werden Heinz Erhardt sicherlich nicht mehr kennen. Und hier sind alle seine Filme, die er gemacht hat, stehen noch drin. Ja, ich sag immer nur ja. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Habe ich mir ein, zwei Mal angeguckt. Ist wirklich cool. Werde mir natürlich auch auf jeden Fall noch mehr DVD-Boxen von ihm kaufen. Es gibt ja noch so einige. Ich wollte euch das Teil einfach nochmal zeigen. Wenn es das noch im Handel geben sollte, werde ich das Teil verlinken. Ist klar. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder auch nicht. Meinen Kanal abonnieren oder auch nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.